Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1. In meinem letzten Video, dem Mega-Unboxing-Video Nummer 8, habe ich ja euch schon die Among Us gezeigt, also ausgepackt. Und heute werden dann die einzelnen Sets ausgepackt und ich stelle euch die Figuren vor. Und ich habe einen Helfer dabei, das ist der Raphael. Hallo. Und der hilft mir beim Auspacken. Und los geht es mit dem großen Set. So, und hier sind die Figuren. Insgesamt sind es 8 Stück. Und die werden wir euch jetzt einzeln vorstellen. Hier seht ihr eine Krähe, einen gelben mit einer Pflanze, einen roten mit einer Toilettenpapier. Rolle, aber der ist Rolle. Doch cool, gell? Ja. Das wird dir auch gut stehen, sowas auf deinen Kopf mal. Ja? Und dann ein orangener mit Käse. Ja. Ein blauen mit einem Hut. Ein grün mit roter Mütze. Ein blauen mit einem Spiegelei oben drauf und ein ermordeten. Da fehlt die Hälfte. Ja. Guckt nur noch der Knochen raus. Ja. Ja. Lecker. Ja, und dann gibt es noch Masken. Hier eine Krähenmaske, die kann man dann bei allen Figuren aufsetzen. Nehmen wir mal hier den Toilettentyp. Und dann sieht es so aus. Und der Käse, zeig's mal. Eigentlich kann man den Käse auf die Hüte machen, aber irgendwie geht's nicht. Man kann von denen die Hüte nicht abnehmen. Also nur Deko? Ja, glaub schon. Okay. Und dann, hier ist nochmal eine Maske. Ja? Ja. Ich glaube, mit der kann man auch aufsetzen, oder? Wenn man... Oh nein, doch nicht. Auch Deko. Ist sicher? Ja. Und was soll das hier sein? Das sollen so Teufelshörner, glaub sein. Wo sollen die hinkommen? Ich glaube auch auf solchen Hüten. Aber die Hüte gehen ja nicht weg. Ah, mal gucken. Ne, die sind fest. Okay. Und dann bei dem Set ist noch ein Anhänger dabei. Ja. Auch wieder so Among Us mit einem Spiegelei. Der gleiche wieder. Der gleiche. Und weiter geht es mit dem nächsten Set. Das sind die Riesen Among Us. Ja. Hier seht ihr einen orangenen. Genau. Der hat einen Käsehut. Einen leckeren Käsehut. Und jetzt ist er ermordet. Der Arme. Da guckt wieder der Knochen raus. Aber der Knochen ist aber auch orange. Und er hat auch Hände. Auch ab... Kann man abnehmen? Ja. Ja. Kann man beide rausnehmen? Ja, kann man beide. Hier sind die beiden Hände. Man kann die rein und raus machen. Und den Hut kann man genauso raus machen. Ja, und sonst kann der nichts mehr. Ja, cool dastehen kann er. Ja. Und die Figur ist 13 cm hoch. Ja. Geht schwer rein, gell? Ja. Gut. Und dann geht's weiter mit der nächsten Figur. Hier seht ihr das nächste Set. Das ist wieder so eine große Figur.
da ist schon was rausgefallen. Hier. Er hat eine lange Zunge. Da muss man es noch abnehmen. Ja, da haben die das, glaube ich, drauf, weil die sehr spitzig ist. Zeig mal. Als Schutz, dass man sich nicht verletzt, genau. Ja. Und ihre Beine kann er auch bewegen. Mhm. Die Mütze kann man abnehmen. Ja. Das ging ja bei den Kleinen nicht. Hände kann man. Genau. Auch. Eine Hand steckt noch drin. Und hier noch ein Mini-Helm. So. Das ist, glaube ich, so ein Wikinger-Helm. Ja, genau. Jetzt haben wir einen Wikinger Among Us. Ja. Aber wo ist seine Axt? Keine Ahnung. Da war nichts dabei. Die Hände sind immer so schwer reinzumachen. So. So sieht er fertig aufgebaut aus. Richtig gruselig, ja? Die Zähne sieht aus wie Venom, sein Bruder. Ja, mit der langen Zunge. Ja, und die Figur habe ich bei Amazon gekauft, hat 25 Euro gekostet. Und die ist dann genauso groß wie die andere Figur, auch ungefähr, ja, 12,5, 13 cm hoch. Also die finde ich richtig, richtig schön. Die großen Figuren. Der mit seinem Käsehut, der andere mit seinem Wikingerhut. So, und wir kommen zum Ende des Videos. Hier seht ihr nochmal die Among Us Figuren, die zwei großen und die acht kleinen mit dem Zubehör. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Teilt das Video und schaut beim nächsten Video wieder rein. Bis bald, euer Serratus 1. Tschüss.